Hallo sehr geehrte Anime- und Manga-Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Animeke. Wir alle lieben Animes. Um ehrlich zu sein, sehr viele Menschen lieben Animes. Aber ab und zu fangen wir uns. Wie sieht es mit den berühmten Schauspielern, Sängern etc. aus? Schauen die auch Animes oder nicht? Nun, die Antwort ist ja. Die schauen auch Animes und lesen teilweise auch Mangas. Und in diesem Video möchte ich euch 5 Promis vorstellen, die auch Animes schauen. Lasst uns anfangen. Nummer 5. Keanu Reeves. Der Mann, der durch Filme wie Matrix, Speed und John Wick große Aufmerksamkeit in der Schauspielindustrie bekam, ist ein großer Fan von Animes. Sein absoluter Lieblingsanime ist Cowboy Bebop. Der Anime handelt von Kopfgeldjägern, die im Jahre 2071 zahlreiche und gefährliche Abenteuer bestreiten. Keanu Reeves liebt den Anime so stark, dass er auch bereit war, in dem Live-Action-Film zu Cowboy Bebop den Hauptcharakter Spike Spiegel zu spielen. Doch leider wurde daraus nichts, da Keanu fühlte, dass er zu alt für die Rolle sei und die Produktion aufgrund der Budget-Schwierigkeiten sich weiter und weiter verzögerte. Und darum wird John Cho Spike Spiegel in dem Live-Action-Film zu Cowboy Bebop spielen und nicht Keanu Reeves. Ist sehr schade, dass Keanu in dem Live-Action-Film zu seinem Lieblingsanime nicht spielen kann. Aber dennoch bleibt er auf jeden Fall ein Fan von dem Anime. Nummer 4. Samuel L. Jackson. Das habt ihr nicht erwartet, wie? Samuel L. Jackson, die Schauspiellegende, die durch Filme wie Pulp Fiction, Django Unchained, Hateful Eight, Snakes on the Plane und noch viele andere berühmt wurde, ist außerdem ein großer Anime-Fan. Seine Liebe zu den Animes entdeckte er, als er erstmal sich für Comics interessierte. Dann entdeckte er seine Liebe zu Ninjas und ab da begann er Animes zu schauen. Samuel L. Jackson hatte auch die Möglichkeit, in einem Anime die Hauptsprechrolle zu besetzen. In dem Anime namens Afro Samurai spielte er den Afro Samurai. Der Anime orientierte sich an den Manga von Takashi Okazaki und er war auch an der Entwicklung des Animes beteiligt. Der Anime bekam positive Rezensionen und Kritiken und wurde auch von Fans groß gelobt. Es gibt übrigens auch Gerüchte, dass Samuel L. Jackson angeblich in dem Live-Action-Film von One Piece die Rolle von Teach übernehmen wird. Ach ja, Samuel L. Jackson liebt nicht nur Animes, sondern auch Hentais. Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. Nummer 3. John Cena. It's John Cena! Yep, der weltbekannte Top-Wrestler und Schauspieler John Cena ist ein Anime-Fan. In einem Interview aus dem Jahre 2009 bestätigte er, dass er ein Fan von Animes ist. Er mag viele, aber sein absolutes Favorit ist der Anime Fist of the North Star. Der Anime ist ähnlich wie Dragon Ball, nur deutlich brutaler. Im Jahre 1995 gab es sogar eine Verfilmung zu dem Anime, die aber nicht so gut ankam. Es gibt Gerüchte, dass ein Remake zu dem Live-Action-Film von Netflix in Planung sei und John Cena soll dabei auch eine Rolle spielen. Welche es sein wird, ist unbekannt. Nummer 2. Leonardo DiCaprio. Der Oscar-Preisträger und einer der Legenden in Hollywood ist ebenfalls ein großer Fan von Animes. Zu seinen Favoriten gehören Code Geass, Akira und Robotech. Die Interesse für Robotech bei Leonardo war so groß, dass er sogar bereit war, mit seinem Freund Tobey Maguire, der ebenfalls ein Fan von dem Anime ist, den Film zu produzieren und dort auch Rollen zu besetzen. Doch im Jahre 2015 wurden die Rechte für die Verfilmung von Robotech von Sony aufgekauft. Und bis jetzt gibt es immer noch keine Neuigkeiten über den Projekt. Für die Rolle in Robotech hat er sogar das Angebot von Disney in Star Wars Episode 7 abgelehnt. Was auch klug von ihm war. Denn, seien wir mal ehrlich, Episode 7 war einfach dumm. Und über die nachfolgenden Episoden schweige ich lieber. Leonardo zeigt bis heute sein Interesse zu der Verfilmung
und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Bestätigung bekommen, dass Leonardo die Rolle dann in dem Film bekommen wird. Nummer 1. Robin Williams. Eine weitere Legende, die in zahlreichen Filmen große Aufmerksamkeit bekam, wie Jumanji, Good Will Hunting, Nachts im Museum und noch viele mehr, war auch ein großer Anime-Fan. Er war ein großer Fan von Ghost in the Shell und Evangelion. Ghost in the Shell hat ihn so stark fasziniert, dass er sogar darum bat, eine Rolle in der Verfilmung von dem Anime zu spielen. Doch wir wissen, dass es aufgrund seines Todes leider nicht dazu kam. Neben den Animes war Robin Williams außerdem ein Fan von Videospielen. Sein Lieblingsvideospiel war Legend of Zelda. Das Beste ist noch, die Spielerei hat ihn so stark gefallen, dass er sogar seine Tochter Zelda nannte. Auf YouTube kann man sogar die Werbung von Legend of Zelda Ocarina of Time für 3DS finden, wo Robin und seine Tochter Zelda, Williams, als Gast dort sind und dann das Spiel auch ausprobieren. Um ehrlich zu sein, wenn ich es mir jedes Mal anschaue, löst es bei mir nicht nur Freude, sondern auch Traurigkeit aus, dass so ein brillanter Schauspieler, der zahlreiche Menschen mit seinen Filmen unterhielt, dann auf tragische Weise von uns ging. Ich selbst schaue auch seine Filme immer noch heute an. Und immer wieder will ich es einfach noch von vorne anschauen, weil er war einfach genial in seiner Rolle. Und als ich später dann die Nachricht las, dass Robin Williams dann sich das Leben genommen hat, war ich einfach geschockt und konnte einfach nicht glauben, was ich da las. Doch später wurde mir klar, dass es leider die Wahrheit ist. Robin Williams war in seinen Filmen großartig und auch noch heute, wenn man seine Filme anschaut, ist er immer noch großartig. Es ist natürlich schade, dass er seine Traumrolle in Ghost in the Shell nicht spielen konnte. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass er tief im Herzen auch ein Fan von Animes war und sie geliebt hat. Robin Williams ist eine Legende und das wird er für mich und für alle anderen auch sein. Ruhe in Frieden, Robin Williams. Ja, das waren natürlich nicht alle Promis, die Animes schauen. Es gibt noch viele und wenn ihr wollt, kann ich auch gerne darüber ein weiteres Video machen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Animeke. Bis dann und schönen Tag noch.